Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen in Super Mario Kart Tour mit dem Johnny Joy. Guten Tag. Hier kommt ein Cut, Johnny. Oh, jetzt habe ich deine Begrüßung endlich verstanden. Da kommt ein Cut. Und gleich fahren wir einen Cup. Meine Damen und Herren, der Johnny ist am Start, der Korn ist am Start. Wir spielen eine Runde 1. Super Mario Kart, Johnny. Hast du gerade wieder versucht zu reimen? Nee, da stand ja Runde 1 auf dem Bild. Ich habe eben Cut auf Cup gereimt im Off. Ist mir nicht aufgefallen. Und wir haben vorhin von Rhyming Schemes geredet. Rhyming. Wollen wir es nochmal aufgreifen? Ja, dass Freestyle-Reiben echt keine einfache Sache ist, aber man ja, es gerne können wollen wir würde. Wollen wir diesen Part einfach mal Freestyle-Reimen? Okay, Johnny, mach einen Reim auf Maulwurf. Maulwurf? Ja. Das, okay. Monty McMaulwurf. Jesus, das ist wirklich nicht so leicht. Hast du einen? Der erste, der einen hat, haut raus. Okay, aber zweisilbig, ne? Ja, ja. Also ist ja, Maulwurf ist ja zweisilbig, also von daher. Ich fetz dich wie ein Maulwurf, genau wie im Spiel, hau drauf, wo man die Maulwürfe haut. Oh, Junge. Maulwurf und drauf? Nee, das... Das reimt sich nicht. Hau drauf. Hau drauf. So, ich nicht weg. Ja, ach was. Aus dem Loch. Nein, nein. Johnny, deine Augen sind wie bei einem Maulwurf. Du bist so blind. Wie ein Maulwurf. Oh, shit. Da hatte Cole aber zwei Wörter gereimt. Du bist, nein, warte. Du bist so blind. Was reimt ihr noch Wurf? Wieso ist das so schwierig? Genau, du hast halt echt ein beschissenes Wort rausgesucht. Wo schieße ich denn meine Items? Als ich jünger war, hatte ich wirklich, ich hatte so ein Spiel mit so Hämmern und so kleinen Plastikmaulwürfen, auf die du raufhämmern solltest. Ja, ja, ja. Und ich dachte, als ich mir das im, keine Ahnung, Toys R Us Katalog oder so wahrscheinlich angeguckt habe, dachte ich so, boah, das ist bestimmt mega geil. Aber da das halt so ein Spielzeug für zu Hause war und nicht auf dem Rummel, war das so voll die Scheißversion, wo die nur so Helme auf dem Kopf hatten und die haben dann geleuchtet und dann musstest du auf die mit den Helmen, also wo der Helm leuchtet, musstest du schlagen. Richtig. Und die haben sich gar nicht bewegt und auf dem Bild sah das aus, als würden die so aus dem aus ihren Hügeln so rauskommen. Also und ich dachte, ich saß die ganze Zeit und dachte so, oh Mann, ey, die haben mich richtig dran gekriegt. Hm. Weil es wäre einfach technisch möglich gewesen, das zu machen, aber ja, sie waren einfach, wollten einfach Geld sparen, die Spastis. Ach Mann, ey, und dann noch mit einer falschen Werbung gebaitet, ey. Richtig mies. Ich hoffe, sowas ist heutzutage verboten. Ja, jetzt müssten eigentlich so ein paar YouTuber dann so in ihren Videos das so spielen und dann, ja, ist voll geil, weil die Maulwürfe kommen auch wirklich raus. Und dann kommen sie gar nicht raus. Du bist natürlich ein gebildeter YouTube-Kritiker anprangern. Ja. Wie da die Käufer verarscht werden. Ja, Hashtag Pipi-Style. Das war ein Spaß. Weiß ich gar nicht, ob sie... Ich habe das nie in irgendeiner Form mitbekommen, was sie so macht. Das war auch nur ein Spaß. Ich liebe weiß, Bibi. Ich weiß, aber sie ist ja generell Vorzeige... Oder? Ich weiß noch, ein Kumpel von mir hat mir den Kanal mal gezeigt, als die 10 Arten von gemacht haben und hat so gesagt, oh, die sind eigentlich voll cool, eigentlich voll niedlich. Ich finde die auch voll cool. Ich habe überhaupt nichts gegen Bibi. Das ist voll der Schwachsinn. Ja, ich mag die wirklich. Ich habe... Also ich habe schon lange kein Video mehr geguckt, aber... Ja, ich auch. Und wieder also ich so vielleicht Phasen, ist das auch der Grund, so, aber... Hin und wieder habe ich so Phasen, wo ich mir auch die Videos angucke und... Keine Ahnung, die hasseln halt durch seit Jahren, so, kannst halt nichts, also seit Ewigkeiten, ist halt einfach so. Ich find's zwar richtig beschissen, aber es gehört zum Branding dazu, also ich sehe, woher das kommt. Es triggert mich persönlich, dass die Mikroqualität einfach übertrieben scheiße ist. Wenn die im Badezimmer oder sogar im normalen Zimmer filmen, ist es einfach immer so, ja, aber hallo und herzlich, also so, das halt so komplett und man denkt so, au. Aber ja, es gehört so ein bisschen zu diesem Heimvideo, ja, dem, was bei denen halt komplett gut funktioniert hat. So. Richtig, weil die Zuschauer sich dadurch wahrscheinlich näher fühlen. Ja, sie haben halt erstens wahrscheinlich nicht so viel Interesse daran, das so viel anders zu machen, ja, aber es hilft halt wahrscheinlich tatsächlich bei der Zuschauerbindung. Ich wollte gerade sagen, ich denke, wenn es alles sehr professionell und clean sich anhören würde. Wenn das produziert wirken würde, wären die ganz schnell unten durch, glaube ja, ich. Ja. Das muss einfach so ein Couple sein, was eine Kamera aufstellt. Und dann sehr nice, gut, das Colin, ist gut. Nicht schlecht, aber... Oh, shit! Nein, warum? Aber Peach ist ganz weit weg. Nice. Ja, weißt ist gut. Ist die wieder die Favoritin? Ja, Peach hat gerade gewonnen, deswegen. Sehr nice. Ah, okay. Ich führe jetzt. Oder wir haben Gleichstand, ich glaube, Gleichstand mit Donkey Kong, ja. Alles gut. Läuft gut bis hast hierhin. Hast du schon mal so ein Spielzeug als Kind haben wollen und das bekommen, dann warst du doch enttäuscht? Ich glaube, mir boah, ist das öfter passiert. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich hatte so ein...
Das Ding ist, ich habe halt immer, also ich habe ja zwei große Geschwister, deswegen, ich habe halt, also ich weiß gar nicht, ob ich jemals in meinem Leben ein Spiel auch, so bekommen habe. Also wir hatten halt schon Spiele in unserem Leben. Das ist bei mir ähnlich. Ich kenne auch ganz viele Sachen, wo Leute sagen, bist du da nicht viel zu jung für, um das zu kennen und so. Weil, kennt man halt, weil man ältere Geschwister hatte, die das immer noch zu Hause hatten. Also mein kleiner Bruder, der hat hin und wieder zu Weihnachten so Spiele bekommen, weil er die irgendwie gefeiert hat. Und der hat zum Beispiel Malotti Carotti bekommen. Das war ein cooles Spiel damals. Ach guck, ich bin der kleine Bruder in der Story. Ja, ich habe das auch bekommen. Und ich bin auch der kleine Bruder, der hin und wieder Sachen bekommen hat. Mein kleiner Bruder ist 96 geboren. Also. Fuck. Das macht alles Sinn. Ich dachte gerade, da wäre eine Abkürzung, aber war keine. Wann bist du geboren? 95. Ja. Bin fast wie dein kleiner Bruder. Ja, Mann. Nur nicht, oh Gott. Deswegen mag ich dich nicht so gern. Ich wollte gerade sagen, das erklärt doch die Dynamik. Verdammt! Scheiße, jetzt bin ich in ein Loch gefallen. Oh mein Gott. Alter, was machst du denn? Ich bin zweimal von selbst in den Abgrund gefallen und dann hat Donkey Kong mich nochmal reingerammt. Richtig widerlich. Und wenn man keine Münzen hat, dann dreht man sich, wenn man getroffen wird. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe tatsächlich seit dem letzten Mal noch nicht üben können. Ach, wirklich? Aber aber geübt habe, ich habe ein anderes Racing-Game ganz viel gespielt. Crash Deswegen Team hatte ich Racing? Hierfür keine Zeit. Ja. Boah, du hast das. Für welche Konsole? Ich habe das für die Switch. Und, wie ist es auf der Switch? Es ist auf der Switch, sieht es für mich genauso, gameplaymäßig genauso aus wie auf der PS4. Nur optisch ist es halt nicht mehr ganz so hübsch, aber es ist mega. Also ich feiere das übel. Und ich habe es auch unterwegs gezockt, das heißt, es hat sich komplett für mich gelohnt für die Switch. Also ich liebe das Game halt wirklich. Das ist zum Beispiel so eins von diesen Fake-Advertisements, von denen wir immer so viel reden. Ich wurde gekauft. Ich hätte es halt auch voll gerne. Irgendwann werde ich zu Crash Team Racing ein Projekt machen. Spätestens, wenn ich wieder reich bin und mir es leisten kann. Ich mag das Game halt wirklich. Ja, ich finde es auch sehr gut. Ja, ich habe ja nichts anderes. Ja, außer eben, es kommt also, irgendwann mal für PC raus. Es kostet nur 40 raus. Euro, in Anführungszeichen. Ja, momentan nur. Kann ich es mir nicht leisten. Machst du kurz ein Streaming-Goal und dann... Nee, so funktioniert das momentan nicht, aber... jetzt kommen wir erstmal Mario Maker, dann ist eh alles belegt. Alter, dann... Nee, ich dann kaufst du dir dreimal Crash Team Racing. Ja, irgendwann kommt dann das Super Expert Crash Team Racing Hardcore Let's Play Challenge auf meinem Kanal als Projekt. Aber Volo hat das ja nicht für die Switch, dann bin ich auf jeden Fall dein Mann. Ja. Wahrscheinlich ist Mario Kart 9 dann schon draußen. Hoffentlich. Ich hoffe, die Switch muss noch ein Mario Kart bekommen. Die können nicht einfach sagen. Die können nicht einfach das alte Mario Kart nehmen und sagen, die Switch kriegt kein Mario. Die Switch ist so erfolgreich. Ja. Jede Konsole hat ein Mario Kart bekommen, ganz ehrlich. Also nur weil die sagen, ja, wir haben ja schon ein Mario Kart, was sich gut verkauft, die müssen... Ja, ich meine, die Switch wird ja auch noch lange bestehen. Ich weiß gar nicht... Also, die können sich doch immer was einfallen lassen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich ein neues Mario Kart anders machen könnte, damit es nicht in Konkurrenz zu 8 unbedingt ist. Keine Ahnung, das ist sowas, es kann ja auch, auch machen. Also langsam hat ja auch einfach jeder Mario Kart 8 gekauft. Also kann ja nicht... Ja, also irgendwann muss ja auch mal vorbei sein, so. Also und jeder Wii U-Besitzer hatte eigentlich eins. Das ist so, statistisch ist das wohl wirklich irgendwie so. Ja, und ich glaube auch nicht viel anderes für die. Ja, und auf der Switch ist es eigentlich echt krass, wie gut sich das nochmal verkauft hat, obwohl es ja fast das gleiche ist. Ja, weil so viele Leute keine... Also die, die es auf der Wii U hatten, haben sie es eh gekauft, weil... Na, außer sie. Außer du. Und und es gab halt ganz viele, die eine Switch haben, aber halt keine Wii U hatten, ne? Ja, genau. Deswegen macht es auch schon Sinn, aber trotzdem. Halt, aber so wie ich das jetzt verstanden habe und was auch total Sinn machen würde, wird Nintendo ja noch eine Portable-Version der Switch rausbringen. Stimmt. Und dann muss die Switch ja auch noch lange leben. Also die werden ja dann nicht irgendwie nach drei Jahren oder zwei Jahren noch Spiele für die Switch rausbringen, weil es Portable gibt, aber schon wieder andere Spiele für eine andere Konsole. Das wird ja gar keinen Sinn ergeben. Ja, also die Switch wird safe noch 5-6 Jahre, glaube ich. Denke ich auch. Die wird noch ewig leben, die kriegt bestimmt, also deswegen, also ich glaube... Wenn die noch eine krassere Heimkonsole rausbringen würden, würde die Switch weiter versorgt werden, safe. Ja, aber das müssen sie ja nicht. Also müssen sie nicht, auf keinen Fall, ne. Die Switch ist ja super. Also so... Die kann ein fucking Rennspiel für die PS4, kann sie auch geportet bekommen, wie es aussieht. Und es sieht kaum so viel schlechter aus. Klar, die Lichteffekte sind ein bisschen zurückgeschraubt und so, aber... Ja, nee, also da bin ich auch wirklich sehr, sehr...
wenn man Games grafisch für die Switch optimiert, es geht ja eh nicht nur um die Grafik. Es wird ja auch oder irgendwann wahrscheinlich macht, dann die Switch Pro rauskommen oder so. Ja, okay. Also es wird halt irgendwann, es wird wahrscheinlich jetzt als erstes eine Portable-Version rauskommen der Switch und danach wird wahrscheinlich eine stärkere Heimkonsolen-Version der Switch rauskommen. Ja, aber da bin ich immer kein Fan von. Ich dann auch kann man nicht. Ja die Spiele nicht mehr auf der alten spielen. Ja, doch, klar. Das geht immer. Ach so, nur die Ladezeiten sind dann krass, oder? Genau, und die Grafik, also ja, aber dann kannst du nicht, nee, ja, gut, dann musst du halt immer zwei Versionen von dem Spiel machen, ne? Ich glaube, dass das, also das war ja bei jeder Konsole, also das gibt's auch bei der PS4 jetzt auch. Wieso? Doch, ja, es gibt doch die PS4 und die PS4 Pro und die PS4 Pro hat doch mehr Leistung. Ja, aber ich glaube, da werden die Spiele nicht für zwei Dinge optimiert. Also die sehen nicht krasser aus auf der PS Pro, glaube ich. Ich könnte mich aber irren. Keine Ahnung, schreibt es mir in die Kommentare. Also ich denke, dass das so funktioniert. Alles andere würde mich schon interessieren. Wundern. Okay. Alter, ich kann nicht driften, das ist zu gefährlich. Ja, du musst einfach vom Gas gehen in den Kurven. Ich hoppel immer nur von der Strecke. Mario, du blockst mich echt krass. Wie vom Gas. Einfach driften vom aber trotzdem. Nee, ich drifte gar nicht. Ich gehe einfach vom Gas. Ja, okay, Gas. Ich hüpfe nur so rum. Oh mein Gott. Ja, okay, das mache ich auch. Ich hüpfe auch gar nicht. Ich bin wirklich richtig langsam in den Kurven gerade. Also hier doch, reicht aber, das auch aber hüpfen lohnt sich für mich. Oder ich habe mir Hüpfen angewöhnt, weil ich das jetzt in Crash Bandicoot ganz viel mache. Ja, nee, Hüpfen ist eigentlich auch besser. Also ich das ist halt Hund. Oh, fuck! Ich krieg die Kurven dann besser. Naja, ist auch so. Also ich habe übrigens einen Vertrag, dass ich das Spiel noch 2-3 Mal erwähnen muss. Deswegen ja, ja. In Crash Bandicoot Team Racing, da habe ich das auch zuerst gar nicht gemacht und jetzt hüpfe ich immer so um die Kurven, wenn die zu Ich habe leider nicht auf die Punkte geachtet und ich weiß jetzt nicht genau, wie viel da ich werden muss, aber... Fuck! Oh, Mario, bitte. Komm, Cornel, du kannst das. Ich will den nächsten Cup spielen. Wobei, will ich das wirklich? 150, ne? Ja. Wenn wir das hier haben. Ja, haben wir. Ich hab's dann safe. Beginnt eine neue Ära. Nein! Auf jeden Fall habe ich mal ein Spielzeug... Also so ein ferngesteuertes Auto. Ich bin so dumm! Ich weiß nicht, ob es jetzt reicht! Weil das, wie es aussieht... Ja, ich hoffe. Es wurde irgendwie so gesagt, dass das im Wasser fahren kann und an Land und so. Und im Endeffekt war das wahrscheinlich wasserdicht, aber ich habe es in den See fahren lassen und es hat sich kaum bewegt. Dann war ich richtig enttäuscht. Oh nein. Hat es nicht gereicht? Doch. Boah! Ein Punkt. Nicht schlecht. Der Donkey Kong war am Ende das Problem. GG, Cornel. Willst du eine Abmod machen? Ich überlege die ganze Zeit noch, was sich auf Maulwurf reimt, aber ich habe keine Ahnung. Okay, warte, das kriegen wir hin. Maulwurf, Sau. Ich komme halt immer nur auf Sachen, die auch Wurf haben und das zählt halt nicht. Ja, man muss ja auch nicht unbedingt URF haben. Nee, aber... Es reicht ja, wenn der Vokal... Also sind ja im Rap sind es ja meistens Vokalreime. Der Johnny, der ist so blind wie ein Maulwurf. Wenn ich ihn sehe, denke ich jedes Mal... Er ist sau durch, aber es durch. Boah, das war, ja, das, nee, kann, das könnte durchgehen. Ja, aber durch ist ein doofes Wort. Ist sau. Alter, wenn man das googelt, kommen die dümmsten Wörter, die. Was denn? Was zur Hölle ist ein Bombenreihenwurf? Ja, aber das ist ja auch mit Wurf am Ende. Ja, das ist alles mit Wurf am Ende. Hier ist keins, wo kein Wurf am Ende ist. Hey, Leute, schreibt mal einen guten Reim. Sommerüberwurf, Papierauswurf, Grabenauswurf, Atombombenwurf. Schreibt mal eine gute Battle-Line in die Kommentare. Mit Maulwurf. Was zur Hölle ist Spritzbewurf? Keine Ahnung, vielleicht eine Sexpraktik. Alter. Okay, Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir haben am Anfang was angefangen, worüber wir... Und dann haben wir über komplett andere Dinge geredet. Das ist nice. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt bitte eine Battle-Line in die Kommentare mit Maulwurf. Ja, also über Johnny oder ihr könnt Johnny battlen oder mich battlen, wie ihr wollt, ja? Ich wurde im letzten Part schon genug gebettelt. Ja, dann battelt mal gegen mich. Macht mal eine Battle-Line gegen mich mit Maulwurf. Müsst ihr ein bisschen kreativ sein. Kann ja ein fetter Maulwurf sein. Ich bin auch ein bisschen blind, also, ne? Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich küsse eure Augen. Küsst eure Mama von mir. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hol dir eine Brille. Bitte? Hol dir eine Brille.
Ja, aber dafür müsste ich zum Optiker gehen und ich traue mich nicht, weil ich immer schwitze. Und ich habe soziale Ängste. Ich habe keine sozialen Ängste. Doch, hast du. Nee, ich bin einfach nur faul.